Die Jagd auf dem Schiff. Ich finde es toll, dass deine Mutter nicht kommen kann. Dann kann ich kommen. Ja, stimmt. Mit dir macht es viel mehr Spaß an der Hochzeit meiner Tante. Wollen wir jetzt ins Schiff gehen? Ja, schnell, bevor das Schiff losfährt. Keine Angst, es fährt nicht los. Komm mit, ich weiß, wo unser Zimmer ist. Schau, hier ist unser Zimmer. Ist ganz okay, aber eine Suite hätte mir besser gefallen. Wo ist eigentlich deine Tante? Sie hat geschrieben. Sie wartet in ihrem Zimmer auf uns. Sie will uns etwas zeigen. Ach, ich bin schon ganz gespannt, was sie uns zeigen will. Da sind wir, Zimmer 13. Ist das nicht eine Unglückszahl? Ist doch egal. So, jetzt klopfen wir aber. Ach, hallo, da seid ihr ja. Kommt doch rein. Hallo, Maggie. Hallo, was ist jetzt eigentlich die geheimnisvolle Überraschung? Es ist eine Kette. Ist das die Kette, die seit Jahren von unserer Familie an jeder Hochzeit getragen wird? Ja, genau. Ich hätte mir etwas Größeres vorgestellt. Komm, Sarina, wir gehen jetzt schlafen. Ja, okay, ich bin auch schon sehr müde. Sarina, Sarina, wach auf! Nele, lass mich noch 10 Minuten weiter schlafen. Die Kette meiner Tante ist weg. Was? Okay, Maggie, was ist jetzt eigentlich passiert? Die Kette ist über Nacht verschwunden. Gibt es Hinweise? Nein. Gibt es jemanden, der das Motiv dazu hat? Mir fällt niemand ein. Nein, doch. Mein Ex-Mann vielleicht. Und vor einiger Zeit wollte mir ein Mann die Kette abkaufen. Vielleicht war es ja er. Wie heißt der Mann, der dir die Kette abkaufen wollte? Ich glaube, er heißt Friedrich Winter. Hast du eine Telefonnummer? Ja, ich schick sie dir. Komm, wir gehen zum Anrufen auf unser Zimmer. Soll ich ihn anrufen? Okay. Es piept noch. Hallo, ich bin in China und darum nicht erreichbar. Versuchen Sie es in 2 Monaten nochmal. Und was hat er gesagt? Seine Mailbox ist drangegangen und er hat gesagt, dass er in China ist. Das heißt, er kann die Kette nicht gestohlen haben, weil... Weil er in China ist! Okay, gehen wir jetzt zum zweiten Verdächtigen, dem Ex-Mann meiner Tante. Ich weiß, wo er ist. Hier ist er. Michi, bleibst du bitte kurz stehen? Was ist, Nele? Hast du die Kette von Maggie geklaut? Was für eine Kette? Du weißt schon, die Familienkette. Ah, die? Wieso sollte ich die klauen? Weil du die Hochzeit von Maggie verhindern willst. Nein, ich will die Hochzeit deiner Tante nicht verhindern. Ich bin seit einem Jahr selber verheiratet. Oh, sorry. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo die Kette sein könnte? Vielleicht hat die Freundin deiner Tante die Kette. Wieso sollte sie die Kette haben? Weil Mona, also die Freundin deiner Tante, auch in den gleichen Mann verliebt war oder ist, den jetzt deine Tante heiratet. Ach, so ein Quatsch. Mona ist mega nett. Komm, Sarina. Ja, wir müssen sowieso noch die Decke untersuchen, auf der die Kette lag. Komm mal, Sarina, ich habe ein langes blondes Haar gefunden. Maggies Haar ist das nicht. Die hat kurze Haare. Mona hat lange blonde Haare. Komm, Nele, wir gehen sofort zu deiner Tante. Ich weiß, wer der Täter ist. Ja. Hallo, Kinder. Wieso denn so aufgeregt? Deine beste Freundin Mona hat die Kette geklaut. Hä? Was hab ich? Das stimmt nicht. Doch, du hast die Kette geklaut, weil du neidisch auf Maggie bist, weil du in den gleichen Mann verliebt bist wie sie. Keine Widerrede. Okay, ich war's, weil eigentlich der Mann mein Mann sein sollte. Wo ist die Kette eigentlich? Ich rufe jetzt die Polizei. Ich danke euch, Mädchen. Wo war die Kette eigentlich? Sie war im Schuh von Mona.